Das Promi-Geflüster macht mal wieder Station an der Kraxelalm. Und das ist natürlich wieder das Zeichen für unsere Zuschauer. Da haben wir bestimmt jetzt, natürlich im Sommer, ihr vermutet es richtig, jemanden abgefangen, der von immer wieder sonntags kam. Live aus dem Europapark. Und schon sind wir hier. Und er ist auch hier, nämlich der Flo, Florian Fesel. Servus, hallo. Genau so ist es. Servus, Frank. Ein bisschen noch Abstand müssen wir halten, aber... Das passt, oder? Um Meter ja, ungefähr, ja, glaube ich, ist die Regel. Alles Corona-konform. Genau. Ich denke, das passt schon, genau. Aber es geht ja jetzt alles wieder ein bisschen lockerer zu. Genau. Wie du ja schon sagst, also ich komme jetzt hier von immer wieder sonntags direkt live aus der Sendung raus, aus dem Europapark. Und dort war jetzt auch, Gott sei Dank, wieder um die 400 Zuschauer. Heute, ich glaube, zum ersten Mal, ich weiß jetzt gar nicht, ob bei der ersten Sendung letzte Woche auch schon Publikum war, aber heute hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil ich meine, als Musiker, als Sänger, da braucht man einfach das Publikum richtig. Und die machen dann schon richtig Stimmung. War eine tolle Sache heute. Genau, das letzte Mal, wo wir ja verbunden waren, über Skype damals noch, da haben wir unser Oktoberfest-Stammtisch sozusagen gemacht. Genau. Das Oktoberfest-Geflüster, das müssen wir wahrscheinlich dieses Jahr auch wieder machen, weil auch Oktoberfest ist ja noch alles das still. War letztes Jahr, da war ich beim ZDF-Fernsehgarten, richtig, beim Oktoberfest. Und ja, ich freue mich, dass wir uns jetzt wieder mal in echt und in Farbe treffen können. Ganz genau, so ist es, richtig, genau. Dein Album ist ja immer noch aktuell, Romeo. Da hast du heute einen Titel draus präsentiert, nämlich die Antonia war es. Ja, aber ich weiß schon, was gibt es alles? Michaela, Anita, Barbara, Antonia gibt es jetzt alles. Genau, richtig. Und Antonia aus Tirol, die gibt es auch sowieso, leibhaftig, genau. Aber an die ist es nicht angelegt. Das ist eine andere Antonia, die du da besingst. Sagen wir mal, Antonias gibt es ja viele, lustigerweise. Genau. Wir haben echt heute auch nach der Sendung einige geschrieben. Auch das ist ja cool, ein Song für mich, weil ich heiße auch Antonia und es ist eigentlich ganz lustig, ist ja auch ein Song mit einem gewissen Augenzwinkern, eben wie du schon sagst, aus dem Album Romeo, das ja dieses Jahr im März, wir sind mit Lockdown und allem drum und dran, kommt man direkt ein bisschen durcheinander. Das stimmt. Im März ist es herausgekommen, aber es wäre letztes Jahr im August erschienen. Und eben aufgrund von der ganzen Situation, dann haben wir es verschoben. Und ja, seitdem geht es wieder steil bergauf. Hat sich viel verschoben, das muss man wirklich sagen. Aber nicht nur bei dir, bei vielen, bei allen irgendwo, genau. Ja, was wird es alles bringen? Wo sieht man dich überall? Laufen die Auftritte langsam wieder an? Ja, also langsam läuft es wieder an. Jetzt im Juli zum Beispiel gibt es einen ersten Auftritt jetzt nach diesem ganzen Lockdown und den Einschränkungen, und zwar direkt bei mir zu Hause, ums Hauseck fast, und zwar im Pullman City heißt es. Da ist die Claudia Jung mit dabei und der Stefan Pittler auch mit den Aufdrehern und ich. Also es wird eine tolle Sache, ich freue mich schon drauf. Weil ich glaube, wir waren jetzt alle so ziemlich auf Bühnenentzug, egal ob es wir Musiker sind oder eben auch das Publikum, die Fans. Und ja, also ich muss mal schauen, ob mir jetzt nach eineinhalb Jahren Gesangspause live auf der Bühne, ob ich überhaupt noch singen kann. Aber heute hat es ja auch funktioniert, deswegen. Singen ist eine Sache, sind auch die Knöpfe noch an der richtigen Stelle? Sind noch alle, was hingehören, ja, also ganz genau wie früher. Genau, wenn du gerade schon das Instrument also hier im Visier hast, in der Sendung ist man es heute, oder... Ja, also wir sind jetzt am Freitag dran mit der Ausstrahlung, aber an der Sendung, immer wieder sonntags, deine Ansage, da wurde die steirische Harmonika mal kurz zu einem Akkordeon umbenannt. Also, ja, die Anna Karina hat gesagt, ich habe ja zwei große Lieben. Zum einen mein Akkordeon, hat sie gesagt, richtig. Ja, Akkordeon ist eigentlich so ein Überbegriff, aber es hat ganz andere Tasten als ein Akkordeon. Mhm. Akkordeon hat ja Klaviertasten und das ist eigentlich eine steirische Harmonika oder wie man bei uns auch sagt, quetschen. Und ja, die ist eigentlich bei mir immer mit dabei. Genau, und für die wirklichen Kenner unter euch, sie funktioniert auch nochmal ein bisschen anders, gell? Sollen wir mal testen, ob es... Ja, weil ich weiß es, ich habe ja auch mal Akkordeon gelernt. Ach so, okay. Ja, da ist ja alles beim Ziehen und Drücken gleich. Das ist der Unterschied, genau. Und hier ist ja Zug und Druck, sagt man. Ja, das sind verschiedene Töne. Was es für Noten sind, kann ich dir auch nicht sagen, weil die habe ich auch nie gelernt. Was spielen wir? Vielleicht kurz Antonia. Beispielsweise, genau. Richtig. Schauen, dass ich die richtige Tonart habe. Okay. Du bist Märchenfee und Wahnsinn, Antonia. Machst das mich im Kopf nicht klar, Antonia. Ja, ich will mich dir ergeben, nimm das mich und dann mein Leben, Antonia.
Jahren. Jawohl. Funktioniert noch. Sehr gut, funktioniert. Also, gibt es bestimmt auch ein Video dazu? Genau, zu Antonia, das ist ja auch die aktuelle Single. Ist vor 2-3 Monaten circa rausgekommen zum Streamen und eben auch auf YouTube und überall zum Anschauen. Das kann man dann bei uns dann hier oben über die Infokarte dann entsprechend dann abrufen. Hier oben? Nee, also hier, also Bild, bei mir, Bild hier, genau. Irgendwo findet man es. Richtig, genau. Ja, Sommer, wie sieht es denn aus für dich? Was steht an? Gibt es Urlaub geplant? Geht's weg oder bleibst lieber im heimischen Gefilden? Also Urlaub ist momentan mal keiner geplant, weil jetzt in der letzten Zeit waren wir ja doch auch sehr, sehr viel daheim und das war schon ein bisschen ein Vorteil, muss man sagen, von der ganzen Zeit, dass man mal die Ruhe und das Daheimsein auch genießen kann. Das war doch in den letzten Jahren relativ selten. Aber man muss auch aufpassen, dass man sich nicht zu sehr dran gewöhnt. Dass man dann eben auch wieder unterwegs sein kann mit der Musik, das ist dann doch das Schönste für mich. Und Urlaub jetzt einmal ist nicht in Aussicht, eher wieder Gas geben mit der Musik. Dann. Dass man da wieder ein bisschen das Feeling hat, einfach. Absolut. Ja, richtig. Auch. Ich meine, es war jetzt auch, ich war jetzt schon ewig lange nicht mehr in Österreich oder in der Schweiz zum Beispiel, wo ich auch viel live auf den Bühnen unterwegs war und das kann ich jetzt kaum eigentlich erwarten und das steht mit Sicherheit demnächst auf dem Programm. Ja, genau. Wie geht es da den Kollegen? Ich meine, du hast jetzt heute ein paar getroffen. Wie hat man sich da so unterhalten? Ja, es waren ja viele dabei, zum Beispiel hier Dorfrocker, Robin Dion, Giovanni Zarella war mit dabei, eben die Anna Carina, Stefan, logisch. Die Dorfrocker haben, glaube ich, auch nach der Generalprobe am Samstag direkt noch einen Auftritt gehabt. Habe ich auch gesehen auf Instagram, da waren zwar auch nicht wirklich mit Publikum, sondern eher mit Traktoren und noch alles ein bisschen anders. Aber ja, es sagen schon alle, dass es langsam jetzt wieder hoffentlich losgeht, wenn es denn auch so positiv bleibt, wie es jetzt momentan ausschaut. Es ist natürlich noch nicht dieses Publikum von der Menge her, wie man es gewohnt ist, aber ich glaube, kleine Brötchen backen ist auch mal wieder ganz gut. Ja, absolut. Ich meine, es war jetzt hier auch bei Immer wieder Sonntags eben mit den circa 400 Leuten. Das macht dann schon auch wieder Laune. Also es muss oft gar nicht so groß sein. Ein paar richtige, ein paar gute, wie man bei uns sagt, dann passt es auch wunderbar. So ist es, ganz genau. Und natürlich haben wir jetzt mittendrin die Fußball-EM. Also wer das Spiel eigentlich letzten Samstag gesehen hat, ich sage jetzt letzten Samstag immer bewusst, weil wir ja, wie gesagt, hier an der Aufzeichnung sind, so viel kann man ja immer wieder verraten, das letzte Spiel Deutschland-Portugal. Ich habe es nicht gesehen, muss ich gestehen. War ja wohl schon erstmal mit 2 Eigentoren behaftet und dann haben sie sich aber noch ganz gut wieder geschlagen. Okay. Ja, ehrlich gesagt muss ich echt sagen, ich habe noch nichts mitbekommen. Die Kollegen haben nur hinter der Bühne ein bisschen, weil wir haben genau zu der Zeit Generalprobe gehabt, als das Spiel stattgefunden hat. Aber ich werde es mir daheim dann nochmal anschauen. Aber zumindest haben sie gewonnen, das ist ja schon mal gut. Das ist schon mal ganz gut, ganz genau. Also die Chancen stehen jetzt vielleicht wieder auf, ja. Wie sagt man mal, so zwischen Gelb und Grün. Also es könnte noch was werden, wenn sie das nächste noch gewinnen. Alles ist möglich, nichts ist fix. So ist es, genau, richtig. Ja, deine CD bleibt nach wie vor noch ein Weilchen erhalten. Da ist jetzt noch nichts Neues geplant, oder? Ja, also eigentlich war es bei mir schon fast immer so. Das ist jetzt auch schon wieder so. Nach dem Album ist schon wieder fast vor dem Album. Also es sind jetzt natürlich mit dem Album Romeo einige Sachen noch geplant. Wir werden demnächst auch noch eine nächste Single davon rausbringen. Aber es geht auch schon wieder weiter, dann ganz langsam ins Studio und wir haben schon wieder Ideen auch für neue Lieder und für eine nächste CD. Und ja, es wird nicht lang. Wie ist es denn? Die Titel entstehen die alleine durch dich, Musik, Text oder wen hast du da in Kombination? Ja, also ich mache es immer so, jetzt auch auf der Rückfahrt, gerade so nach einer Sendung, da hat man doch auch von Kollegen und alles, von den ganzen Einflüssen wieder ein paar Inspirationen. Dann nehme ich meistens, wenn mir was einfällt, auf dem Handy eine Sprachmemo auf und dann habe ich zum Glück echt ein tolles Team an meiner Seite, die auch musikalisch total mit mir auf einer Wellenlänge sind und es wird dann schon im Team ausgearbeitet. Also ganz allein ist es immer schwierig, da mache ich mir, glaube ich, auch ab und zu ein bisschen zu viel Gedanken. Und wenn du das machst, dann kommst du schon ins Strudeln. Da brauchst du schon ein paar gute Leute, die einem da auch helfen können. Haben wir ja auch auf dem Album, zum Beispiel hier Tobias Reitz hat viel mitgeschrieben. Alexander Scholz, ja, waren große Namen. Ja, doch, durchaus, ganz genau. Wenn man deinen Lebenslauf, sage ich jetzt mal, so ein bisschen verfolgt und deinen Werdegang, genau,
Du hast angefangen zunächst ja im Duo mit einem anderen Florian. Genau. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Dann gab es mal die Belzin als Duettpartnerin. Ja. Damals auch den Grand Prix der Volksmusik gewonnen. Aktuell irgendwie mal wieder ein Duettpartner an der Seite. Da ist jetzt auch nichts in Planung, oder? Das werde ich lustigerweise schon immer wieder auch nochmal gefragt. Aber ich meine, ich bin ja jetzt in diesem Jahr 20 Jahre auf der Bühne, darf Jubiläum feiern. Und es ist so viel passiert jetzt in den zwei Jahrzehnten. Da war mit Sicherheit 2010 der Grand Prix-Sieg mit der Belzi schon ein ganz großer Höhepunkt in den zwei Jahrzehnten. Und ja, also ich glaube, man weiß ja nie, was kommt. Mhm. Man kann, glaube ich, auch so in unserem Beruf oder auch in der Musik nicht immer 10 Jahre vorausschauen. Also ich halte gar nichts für ausgeschlossen, aber jetzt momentan fühle ich mich da mit den neuen Liedern und mit dieser Richtung, die wir jetzt machen, auch natürlich die Wurzeln, meine Harmonika sind ja auch immer wieder mit dabei, schon ziemlich wohl und ja, schauen wir mal, was kommt. Schauen wir mal, was kommt. Also, wenn man noch mehr erfahren will, natürlich auch die Homepage besuchen, die heißt... Genau, Homepage ist momentan noch ein bisschen im Aufbau, aber natürlich mittlerweile ist ja sehr, sehr viel unterwegs, auch auf Instagram und Facebook, da ist man eigentlich immer so auf top aktuellen Stand. Ja. Facebook, Instagram, TikTok eigentlich auch. TikTok, ja. Steht ja groß immer an der Bandenwerbung mittlerweile dran. Die sind ja Sponsor dieses Jahr. Ja, bei der EM. Bin ein bisschen dran, dass ich mich da befasse. Mir ist das Ganze noch ein bisschen zu kompliziert, muss ich ehrlich sagen. Das war auch vor diesem ganzen Lockdown, war ich auf Instagram und Co. auch nicht so viel unterwegs wie jetzt. Aber mittlerweile macht es ziemlich viel Spaß und ja, kommt immer mehr. Ja, ja, definitiv. Ich meine, TikTok bin ich zwar auch, aber... Viel machen auch nicht, weil es ist auch immer sehr zeitintensiv, wenn du da die Filmchen da alle posten willst. Ne? Ja. Ganz genau. Genau, TikTok, ja. Das ist, glaube ich, eher was. Ich bin ja mittlerweile, werde ich in diesem Jahr auch 34, da bin ich vielleicht schon wieder, sind mir zwei schon wieder zu alt für das Ganze. Ich vielleicht, ja, du ja noch nicht. Also um Gottes Willen, so wollen wir es jetzt auch nicht machen. Ne? Genau. Wir haben Musik hält jung, sagen wir mal. So ist es, ganz genau. Jetzt sind wir auch schon fast wieder am Ende und ich sage herzlichen Dank, dass wir da ein bisschen was erfahren haben und vor allen Dingen, dass es dir gut geht. Das ist ja, glaube ich, in der heutigen Zeit sowieso ganz wichtig. Ja, ich glaube, man sagt, der Stefan hat es heute auch in der Sendung gesagt, man sagt es ab und zu so oft, man wünscht alles Gute und viel Gesundheit, aber ich glaube, gerade so in der Zeit, die wir jetzt hoffentlich ja bald einmal hinter uns haben, ist Gesundheit wieder ja, sehr, sehr in den Vordergrund gerückt und glaube ich, geht man wieder auch ein bisschen bewusster mit dem Ganzen um. Definitiv. Ganz genau. In diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Weiterfahrt, eine gute Heimreise und sagen wir bis ganz, ganz bald. Hoffentlich. Danke für die Einladung. Schön, dass wir uns wieder mal getroffen haben. Grüße an alle. In diesem Sinne. Corona-Check. So ist es. Alles Gute. Servus.